Das hier ist unser Studio. Der Eimann, der Stefan und meine Wenigkeit stehen immer in diesem Studio und berichten euch von den tollen Dingen. Und ich liebe dieses Studio und das Tolle daran ist, dass hier nur ich sitzen kann. Die Jungs sitzen da nämlich nie. Das ist mein Platz. Und ich mag vor allem dieses ganze Geschwungene. Zu einem Studio gehört natürlich auch eine Kamera und logischerweise auch Licht. Und jetzt stelle ich euch mal kurz wen vor. Der kennt sich mit Licht und mit Kamera gut aus. Der kann euch gleich was dazu erzählen. Hey, Ahmed. Hey, Aisha. Hey. Hallo, Ahmed. Das ist Ahmed, ey. Ahmed und ich machen immer so Späßchen, weißt du? Sagen wir immer, machst du Licht? Was machst du? Mach ich Licht und Kamera. Fangen wir an bei der Kamera. Erzähl uns mal kurz ein bisschen was zum Thema Kamera. Wie funktioniert das Ganze? Ja, auf was muss man achten? Das ist hier eine klassische Studiokamera mit einer sogenannten Pumpe, die fahrbar ist. Nach oben und unten, quer. Und hier ist ein Rad zum Drehen, dass man die in die richtige Richtung steuern kann. Wir haben hier den Teleprompter, damit du den Text nicht auswendig lernen musst. Und dann haben wir hier unten noch den Monitor, damit du auch ein bisschen was siehst, Zuspieler etc. pp. Ja, und die wird von einem ausgebildeten Kameramann bedient. Und ich finde es immer wahnsinnig kompliziert. Ich finde, da ist immer allein schon die Kamera zu bewegen, gleichzeitig die Schärfe zu ziehen und eben das alles dann mitsamt zu machen, finde ich wahnsinnig kompliziert. Stellst du dich mal kurz davor, dann mache ich dich mal scharf. So lustig. Ah, hier, okay. Warte mal, wäre das jetzt so? Okay, wir tauschen mal kurz. Warte, geh mal hin und sag mir mal, ob das passt. Also es war nicht scharf. Scheiße. Mist. Also gut, dann bin ich ja froh, dass ich nie Kamerafrau geworden bin. Wir haben hier so viel Licht. Schaut mal nach oben bitte. Das ist irre. Jeder, der hier reinkommt, der das sieht, sagt erstmal, boah, so viel Licht. Brauchen wir wirklich alle Lampen, die da oben sind? Nee, eigentlich nicht. Aber wir haben natürlich sehr viele verschiedene Positionen und daher auch verschiedene Lampen, damit wir jede Position mit einer diversen Lampe bestücken können. Das Ganze ist aufgebaut einmal in Effektlicht. Das ist das, was wir hier das Bunte sehen. Das hat einen eigenen Beleuchter. Das ist jetzt heute in dem Fall der Uli. Der ist nur für das Effektlicht zuständig. Und dann haben wir noch das sogenannte Personenlicht oder Weißlicht. Da haben wir auch einen eigenen Oberbeleuchter dafür. Und mit dem zusammen und einem Studioassistenten, einem Beleuchterassistenten, machen wir das Licht für dich. Das ist rein für dich als Person gedacht. Und diese beiden Dinger sind komplett getrennt. Der Uli arbeitet selbstständig, also mit mir zusammen. Und ich arbeite mit dem Oberbeleuchter am Weißlicht separat. Verstehe. Die machen immer ein sehr schönes Licht hier und das ist echt ziemlich abgefahren, wenn ich, je nachdem welche Klamottenfarbe ich anhabe, passiert es dann schon auch, dass sie dann die Farbe im Studio nach meiner Klamotte aussuchen. Ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das sieht ja dann ziemlich cool aus, finde ich. Oft ist es auch themenbezogen, dass wir das Effektlicht auf ein Thema abstimmen, aber die Klamotte und die Person sollte natürlich auch dazu passen. Klar, aber ihr macht immer sehr schönes Licht. Ja, genau. Was gibt es noch zum Studio zu sagen? Das ist unsere Ecke, in der wir immer sitzen. Ich danke dir. Vielen Dank. Bitte schön. Und das da hier ist die Ecke, in der wir sitzen. Ach, bleibt sitzen. Das ist unsere gemütliche Ecke. Ich liebe diese Ecke. Immer wenn die Beiträge laufen, wenn wir dann gerade Pause haben, weil ihr euch den Beitrag anschaut, haben wir meistens hier zum Beispiel diesen Monitor. Den drehen wir dann in unsere Richtung. Hilfe. So, den drehen wir dann in unsere Richtung und schauen dann und unterhalten uns. Also je nachdem, was da so für wen läuft. Cool, das war's.